So, Kinder, ihr seid alle da? Okay, gut. Ja, heute gibt es eine Geschichte. Cool, eine Geschichte? Nee, jetzt, oder muss ich da bleiben? Sarah, ich denke, das am Ende wird dich dann auch interessieren. Von mir aus. Also, soll ich anfangen? Ja. Okay, ein Pferd zu Weihnachten. Laura lebt mit ihren Eltern auf einem Pferdehof. Es gibt eine Reithalle, einen Stall und viele Schulpferde. Doch Laura hat kein eigenes Pferd. In diesem Jahr hat sie daher nur einen einzigen Wunsch. Mama, ich wünsche mir zu Weihnachten ein eigenes Pferd. Am besten eine Mustangstute. Endlich ist es raus. Laura blickt zu ihrer Mutter mit erwartungsvollen Augen. Puh, da muss ich mich erst einmal setzen. Mama lässt sich auf einen Küchenstuhl plumpsen und erklärt ihrer Tochter, wie schwer es ist, ein eigenes Pferd zu bekommen. Ja, das weiß ich doch alles selbst, denkt Laura. Es ist kein Platz im Stall und ein Pferd ist zu teuer. Sie hört Mama gar nicht mehr so richtig zu. Laura blickt zum Fenster hinaus auf die große Wiese hinter dem Haus und stellt sich vor, wie sie auf ihrem Pferd dort draußen ausreitet. Als sie am nächsten Tag im Stall mit ihrer Arbeit fertig ist, streichelt sie Stella, einem ihrer Lieblingspferde, zärtlich über die Flanken und erzählt ihr von ihrem großen Wunsch. Stella hört ihr geduldig zu und verputzt dabei eine Karotte. Ich werde natürlich immer noch ganz viel Zeit für dich haben, tröstet Laura die hungrige Stute. Dann fasst sie einen Entschluss. Sie setzt sich an ihren Schreibtisch und schreibt einen langen Wunschbrief. Sie will eine Mustangstute und sonst nie wieder etwas anderes zu Weihnachten geschenkt bekommen. Sie verspricht, ihr Wunschpferd immer zu lieben und zu pflegen. Sorgfältig legt sie den zusammengefalteten Brief vor ihrer Zimmertür und auch wenn sie eigentlich nicht daran glaubt, geht Laura an diesem Abend hoffnungsvoll schlafen. Am nächsten Morgen ist der Brief verschwunden. Fortsetzung folgt. Och Mann, kannst du nicht jetzt schon weiterlesen? Nein, tut mir leid. Ach, voll langweilig. Ich denke, jeder von uns hat doch ein eigenes Pferd. Ich meine, oh Gott, wie langweilig ist das denn bitte? Ach, Sarah. Also, eine weitere Ankündigung ist, dass es am 24. wahrscheinlich ein Turnier geben wird. Naja, wir wissen noch nicht genau, ob es am 24. sein wird. Entweder am 24., 25. oder 26. Aber wahrscheinlich eher am 26. Weil, naja, das ist einfach schon ein bisschen von Weihnachten entfernt. Das ist dann besser. Also, wahrscheinlich wird das Turnier am 26. stattfinden. Hättet ihr jetzt Lust, euch schon mal einzuteilen, mit welchem Pferd ihr reiten wollt? Ja, auf jeden Fall, wenn es sein muss. Also ich könnte ich vielleicht. Was gibt es eigentlich alles für Turniere? Also es gibt Springen, Dressur und Western. Okay, dann mache ich Springen. Da mache ich mit Lollipop und Dressur mache ich mit Black Angel. Okay, gut. Ich mache Springen mit Blueberry und mit Escada mache ich Dressur. Okay. Ich mache mit Olympia Springen und Dressur mache ich auch mit Olympia. Also mal gucken, vielleicht auch noch ein anderes Pferd, keine Ahnung. Okay. Und du, Stina? Also Springen weiß ich noch nicht so genau, aber Western mache ich auf jeden Fall. Mit Bonanza und Dressur weiß ich auch noch nicht so genau. Okay. Emma Meier, es gibt auch Ponyspringen. Also, ja. Oder. Wobei, ich glaube, es gibt wirklich nur Ponyspringen. Also halt für kleinere. Okay, ich mache Ponyspringen mit Karamell. Ich mit Ferrero. Und vielleicht mache ich auch noch bei den Großen mit Snow mit. Ich könnte bei den Großen auch noch mit Amy mitmachen, aber vielleicht mache ich da auch Dressur. Okay, Jana, du reitest ja nicht, stimmt's? Nee, Dressur und das Ganze und Turniere ist nicht so mein Ding. Du, Larissa? Also ich spring mit Brownie, mach Dressur mit Brownie. Western muss mal gucken, vielleicht mache ich das auch gar nicht. Sina?
Also ich mache auf jeden Fall Springen mit Arizona und Western mit Arizona. Also ich mache mit meinem Pferd dann Springen und Dressur. Ich mache mit Midnight Springen. Kann man auch zweimal im Springen starten? Nee, tut mir leid, da musst du dich leider entscheiden. Dann mache ich mit Midnight Springen und mit Pushkin Western. Und mit Amy, nee. Amy hast du ja schon immer. Dann mache ich mit Rubiel noch Dressur. Okay. Melli, du bist ja nicht mit. Nee, nee. Johnny, wen reitest du? Nein, Spaß, also Mina. Ach, ich mach nicht mit. Also wahrscheinlich. Muss mal gucken. Vielleicht mache ich doch mit, aber im Moment habe ich gerade keine Lust. Okay. Aber du kannst dir ja nochmal überlegen. Ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Also ich mache auf jeden Fall Western und das mit. Ach, lass mal überlegen. Mit Sunrise. Ich mache mit Mirror Tresor. Okay, dann hätten wir das geklärt. Dann könnt ihr jetzt gehen. Tschüss.